So, das sind viele Seele. 12 plus 1. 1 bis 6. Ich glaube, ich mache mal so. Nee, das lohnt sich nicht. Okay. Verbrennen lohnt sich eher. Also. Also Inferno, meine ich. Wusch. 28 mal 20 oder so war das gerade. So, weg mit dir. Inferno. Inferno. Und schon lohnt sich Inferno, glaube ich, gar nicht mehr. Genau. Einfach kaputt, 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 kaputt. Und den Rest erlegen wir im Nahkampf. Ja, der Dungeon ist schon wesentlich eher unsere Kragenweite. So müssen wir nicht zigtausendmal schlafen und gebannt hinter Ecken hervorlupen. Wir können einfach durchgehen und töten, töten, töten. Nicht den Schädelhaufen anklicken. Gut. Irgendwo lebt da noch einer. Da. Hallo. So, magisches Gebräu haben wir da auch noch. Nehmen wir gleich mit. Und hat gerade Mürrem in die Kamera geknutscht. Sehr dubios. So, nächster Raum. Nichts drin. Da hinten ist was. Oder auch nicht. Doch, da ist was. Hey! Hey! Komischer Geist von Balthasar. Werwölfe. Ich war Gast in Lord Spindlers Anwesen, als er von einer Gruppe Werwölfe angegriffen wurden, die einen Tunnel von den Bergen hergegraben hatten. Ich hatte versucht, mir durch diesen Tunnel einen Fluchtweg freizukämpfen, aber ich wurde umzingelt und getötet. Okay. Perle der Reinheit. Auf meiner Flucht gelang es mir, die Perle der Reinheit in diesen Höhlen zu verstecken. Die Perle wird dich vor dem Fluch der Werwölfe beschützen und der Altar und den Altar der Werwölfe zerstören, wenn sie ihn berührt. Das sollte jeden befreien, der von dem Fluch der Werwölfe betroffen ist. Die Perle ist am Ende der Höhle gegenüber dieser hier. Also der andere Arm von diesem komischen Konstrukt. Bitte tu mir einen Gefallen und bring die Perle zurück zu Wilbur Humphrey. Er ist für die Paladine zuständig und ihm gehört die Perle. Wilbur Humphrey, also wieder Burg Ironfist. Und du hast noch einen Suchauftrag für uns. Der Anführer der Werwölfe hat die Perle der Verwesung, das Gegenstück zu meiner Perle der Reinheit. Mit dieser Perle hat er den Fluch ausgelöst. Ich konnte ihn auf meinem Rückzug leider nicht töten, aber ich werde erst ruhen, wenn ich weiß, dass er besiegt wurde. Okay, also zwei Perlen finden. Eine Perle zu Wilbur Humphrey, die andere Perle zu ihm. Verstanden. Zauberpunkte sehen noch gut aus. Wir könnten allerdings einen neuen Segen gebrauchen. Und was er mit der anderen Höhle meinte, ist der von dem Hauptraum, also nicht dem Raum hier, sondern dem nächsten, aus nach Osten, denke ich. Da verzweigt sich das Ganze ja nochmal. Oh, eine Leiche. Klick. Das heißt, wir finden da die Perle der Reinheit, benutzen die Perle bei dem Altar hier wahrscheinlich. Wolfsaltar, genau. Und könnten sie dann bei Wilbur Humphrey abgeben. Aber wo wir schon mal hier sind, gehen wir dann da rein und besiegen auch gleich den obersten Werwolf. Wenn das denn so einfach machbar ist. So, ganz viele Ziele. Einmal rumlaufen. Und dann ganz viele Inferno zaubern. Und Runden passieren. Wow, das passt nicht mal alles auf dem Bildschirm. Gut, zaubern. Inferno. Außen ein bisschen was kaputt haben. So, du bist kaputt. Ganz schön viel Säureschaden. So, kein Kram ist tot. Jetzt will ich nur was kaputt zu machen. Du wieder. Okay, so. Inferno. Ups, da hätte ich zaubern können. Inferno. Wir sind gleich kaputt. Oh, Schaden genommen. Schon wieder das Schwert. Also irgendwas ist mit dem Schwert gegen Drachen hier nicht so wirklich in Ordnung. Kaputt. Kaputt.
Das Problem ist, das ist alles Schleim. Schleim können wir nur durch magischen Schaden verletzen. Wir haben nicht mehr so wirklich viele Leute, die Schadenszauber sprechen können. Und du schießt ihn auf den einzigen Menschen, der da oben steht. Sehr schön. Du Feuerstrahl. 43 Punkte. Zaubern. Noch ein Feuerstrahl? Ja, jo. Feuerstrahl. Das war's. Okay, jetzt ist aber langsam wirklich Zeit zum Schlafen. Wir versuchen nochmal kurz die ganzen Schleime zu durchsuchen und hoffen, dass da irgendwas drin steckt. Passiert ja manchmal. Aber sieht nicht wirklich danach aus. Die paar Menschen noch zwischendrin. So, 9000 Gold. Oh, doch, eine Zauberspruchrolle. Ich weiß nicht. Und Schwerter ohne Ende. Gucken wir mal. Ah. Das kann verzaubert werden. Das kann verzaubert werden. Das kann nur verkauft werden. Du, verzaubern, das da. Verdoppelt Schaden gegen Dämonen. Und ist jetzt mehr wert. Das ist mir viel wichtiger. Wo sind da hinten noch Gegner? Schleime, Mist. Okay, Rückzug. Beim Rückzug noch verzaubern, um mehr Gold zu machen. Da. Und eine ruhige Ecke suchen, wie hier schon. Nee. Dem traue ich nicht. Ich gehe weiter weg, nur zur Sicherheit. So, schlafen. Keine Unterbrechung. Sehr gut. Du Auge, du Fackellicht, du Segen. Und dann bringen wir jetzt die Schleime um. Ich denke mal, mit Feuerbällen sind wir da am besten beraten. Das Inferno ist ein bisschen Overkill. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie recht nah beisammen stehen. Schutz und Feuer. Hellen Doom können wir uns sparen. So. Feuerball. Wusch. So. Feuerball. Wusch. Schießen. Ich glaube, die sind zu weit auseinander. Ja, trifft nur einen. Okay, dann halt harte Tour. Wusch. 161. Oh, ich mag den Verbrennenspruch. So, weg. Du. Nanu. Achso, das waren mehrere übereinander, okay. Mit. Oh, was bist du? Ja. Hier sollte aber eigentlich eine Perle sein. Ah, du findest eine Perle. So, die kriegt Gerogon. Damit laufen wir jetzt zum Altar. Verwenden die Perle auf dem Altar. Und gehen dann in diesen Wolfsschlund rein. Wirklich vorher schlafen, denke ich mal, können wir uns sparen. Sieht ja ganz okay aus mit Trefferpunkten und Zauberpunkten. Sogar mehr als okay. So, also Gerogon. Drück mal die Perle da drauf. Wusch. Sehr gut. Jetzt rein in den Schlund. Unser magisches Auge sieht schon mal jede Menge Gegenstände und aufgespießte Köpfe. Ja, ein wenig makaber. Aber es sind halt Werwölfe. Die sind da ein bisschen komisch gestrickt. Oh. Hallo. Rundenbasierend. Hauen. Aber wenigstens kann jetzt Lay auch noch ein bisschen mit reinzaubern. Weil sowohl Werwölfe als auch Menschen Schaden von den Bolzen bekommen. Na komm. Ah, das sah kurzfristig knapp aus. Wow. Also nicht so wirklich. Wir sterben gleich alle, aber es ist ein Zacken schwerer als eben gerade. Aber wahrscheinlich primär, weil es hier so eng ist. Wir können halt direkt um der nächsten Ecke lauern. Wir bekommen es gar nicht mit. Da geht's runter. Was? Ich soll die Karte ein wenig ranscrollen. Also wir kommen von Norden.
da. Ja, okay, zurück. Nimm, 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 nimm. Leeres Fass, okay. Es sieht ominös aus. Waren da Abzweigmöglichkeiten? Warte mal, Karte. Zoom, zoom, zoom. Nö, also wir kommen da rein, wir gehen da durch, wir gehen da durch. Wir könnten auf der anderen Seite noch lang, aber... Was ist leer? Oh, nicht ganz. So, geh rüber in das... Wow! Lay ist tot. Das ist nicht gut. Also sie ist nicht tot, aber sie ist K.O. Was warst du? Verjüngen? Nee. Wie viel Minus bist du denn? Null. Ja, das ist der Instant-K.O.-Spruch von den geschafft. Oberen Werwölfen. Das ist schon ganz schön krass. So. Du. Kraftheilung. Ich höre viele Gegner. Knochenkäfig, hier ist nichts. Ein aufgespießter Torso. Weiße Flüssigkeit, Glück. Weiße Flüssigkeit, Glück. Ich habe irgendwie nicht so wirklich das Bedürfnis, da in die Mitte zu gehen. Ich gucke mich erstmal hier unten um. Scheinen kleine Kammern zu sein, wahrscheinlich Schlafkammern. So, da hinten kommt ein großer Werwolf, der sollte schnell weg. Bevor er wieder irgendjemanden bringt. Hat nicht erwähnt, dass wir unbedingt für Lay den Klassenaufstieg brauchen. Man hat gerade den Unterschied tierisch gemerkt. Sie hat einen Treffer eingesteckt. Nicht irgend so ein Instant-K.O.-Ding oder sonst irgendwas. Einfach nur einen ganz normalen Treffer. Und sie war ziemlich weit unten. Also, das ist auf unserer Prioritätenliste gerade ganz weit hochgerutscht. Und eventuell machen wir das sogar, bevor wir hiermit fertig sind. Je nachdem, wie gut es jetzt läuft. Wow, wow. Okay. Ja, keine Zauberpunkte, Heiler K.O., Backup, Zauberer K.O. Wir machen mal einen dezenten Rückzug. Und wo kommen die alle her? Oh. Das hätte ganz schön in die Hose gehen können. Und Zauberpunkte alle. Ja, du... Nimm mal eine Beere und eine leere Flasche. Vollbracht. Du, wie viele Zauberpunkte hast du? 16. Wie viel braucht der? 20. Dann misch dir mal ganz schnell einen heilen Mana-Trank zusammen. Und du musst unbedingt leere Flaschen kaufen. So, jetzt aber erstmal raus hier. Stadtportal. Neues Orbigal. Irks. So viel dazu, dass das wesentlich eher unsere Kragenweite ist. Hm? Hallo, komm herein. Schlafen. Hallo, komm herein. So, dann können wir zu Wilbur Humphrey. Wir können aber vorher noch... Ja, ich wollte eigentlich leere Flaschen kaufen. Vielen Dank. Guck mal kurz in den Kinker, jetzt den Laden hier. Der ist ja nicht so wirklich toll, also haben wir mit etwas Glück Flaschen da. Verschlossen. Kann ich dir beim Suchen helfen? Jupp. Flaschenbeeren. Mana-Trank. Danke, komm bald wieder. Sehr gut. Also, jetzt nach Burg Ironfist. Was haben wir hier? Nix. Genau. Also jetzt nach Burg Ironfist, bei Wilbur Humphrey die Perle abgeben und dann eventuell noch ein, zwei Sprüche kaufen und dann gehen wir zurück zum Wolfsbau. Weil das scheint ja nicht mehr so viel zu tun zu sein. Und da beißen wir uns dann einfach durch. Aber das machen wir erst gleich. Also bis dann.